In dieser Folge zeigen wir, wie sich der Minimo mit der Gardena Bluetooth App bedienen lässt. Alles bequem von deinem Smartphone aus. Der Minimo ist im 21. Jahrhundert angekommen. Die Inbetriebnahme könnte nicht einfacher sein. Setze den Minimo in die Ladestation, schnappe dein Smartphone, installiere die Gardena Bluetooth App, schalte ihn ein und connecte mit dem Sileno Minimo über Bluetooth bequem von der Terrasse aus. Sobald die App geöffnet wird, siehst du alle bereits eingebundenen Gardena-Produkte am Homescreen der App in einer Übersicht. Wähle nun Minimo aus und schon seid ihr beide ein Herz und eine Seele. Über die App siehst du nicht nur den Batteriestatus und wann der Mähroboter das nächste Mal seine Runden drehen wird, du hast auch eine Vielzahl an Einstellungsmöglichkeiten. Super simpel, aus deiner Hosentasche heraus. Drücke einfach auf Start und schon kannst du deinen kleinen Helfer loslegen lassen. Sage deinem Minimo mit Park, dass er eine längere Pause machen soll, wenn du den Garten mal für dich haben willst. Entweder bis zum nächsten Zeitplan oder so lange, bis du ihn wieder aktivierst. Oder lasse ihn mit Spotcut bestimmte Bereiche mähen, die noch eine zweite Runde vertragen können. Mit diesem Knopf kannst du beim Gardena-Assistenten deine individuellen Wünsche äußern und einen Mähplan berechnen lassen oder einen ganz individuellen Wochenplan zusammenbauen. Und in den Einstellungen findest du noch mehr Möglichkeiten, um deinen intelligenten Mähroboter fein zu tunen. Du kannst dort deinem Schatz einen neuen Namen geben. Festlegen, ob der Kleine manchmal zuerst dem Leitkabel ein Stück folgen soll, anstatt immer direkt vor der Ladestation zu mähen zu beginnen, um auch in entfernteren Gartenbereichen oder in engen Korridoren gute Mähergebnisse zu erzielen. Das ist dann bis zu 3 Punkten entlang des Leitkabels möglich. Gib hier einfach die Distanz in Metern und Schwerpunkte in Prozent ein und der Minimo wird sich auf den Weg machen und gezielt dort mähen, wo es Sinn macht. Zum Beispiel in engen Korridoren. In so einem Fall einfach einen Punkt an den Anfang des Korridors setzen und die Option Corridor Cut aktivieren. Außerdem kannst du noch festlegen, wie weit der Mäher in allen anderen Fällen aus der Ladestation herausfahren soll, bevor er zu mähen beginnt. Das ist wichtig, insbesondere wenn die Station in einer engen Ecke steht. Dieser Startpunkt sollte nämlich so gewählt werden, dass links vom Leitkabel in Blickrichtung zur Ladestation möglichst viel Platz ist. Dann kannst du noch die Überfahrtstrecke definieren, um deinem Minimo zu sagen, wie weit er über die Begrenzungskabel fahren darf. Den Roboter mit Sensoren selbst entscheiden lassen, ob Mähen überhaupt notwendig ist. Individuelle Regeln für das Mähverhalten an der Ladestation festlegen und schließlich den PIN zu deinem Minimo ändern, um ihn gegen Diebstahl zu schützen. Das Einzige, was du beim Minimo auf die gute alte Art einstellen musst, ist die Schnitthöhe. Dazu drehst du den ausgeschalteten Mähroboter auf den Rücken, lockerst die Schrauben vom Klingenteller, bringst ihn auf die gewünschte Schnitthöhe und fixierst die Schrauben wieder. 3 für die höchste Stufe, 1 für die niedrigste. Super easy!